Schönen guten Morgen erstmal. Erster Vortrag hier auf der Messe. Normalerweise sagt man, das ist sehr undankbar. Ich bin sehr froh, dass ein paar Leute da sind und zuschauen. Bevor wir jetzt loslegen mit moderner Lichtsteuerung für mobile DJs, würde ich mich an der Stelle ganz kurz vorstellen für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Stefan Kietz. Ich bin hauptberuflich Event-DJ, habe eine DJ-Agentur noch. Und der ein oder andere von euch kennt mich vielleicht auch vom DJ Talk. Ich bin Mitbegründer vom DJ Talk. Da wird es jetzt in den nächsten Wochen eine große Änderung geben. Wir werden nämlich unseren Namen ändern. Aber das erfahrt ihr dann auf dem YouTube-Kanal. Und wer den YouTube-Kanal noch nicht kennt, einmal abscannen und dann seid ihr mit am Start. Ich selbst, um noch ein bisschen was Persönliches zu verraten, bin 33 Jahre alt aktuell. Hab Frau, hab Kind, hab Hund, das hat nicht mehr drauf gepasst. Und DJ bin ich, seit ich denken kann. Also ich habe schon als Kind angefangen, an Mischpulten rumzuspielen. Hallo? Ich habe schon als Kind angefangen, an Mischpulten rumzuspielen. Und dann mit 13, 14 auf den Geburtstagen von Freunden die Musik gemacht. Ihr kennt das sicherlich. So ist in der Regel ja der Werdegang. Die Frage ist jetzt, warum beschäftigen wir uns mit Lichtsteuerung und warum beschäftigen wir uns mit Lichtsteuerung moderner Form für mobile DJs? Vielleicht hat irgendjemand von euch auch eine Idee, warum ist Lichtsteuerung so wichtig für uns DJs? Oder warum ist das überhaupt ein Thema? Warum sitzt ihr heute hier? Wir haben auch ein Mikrofon, das können wir durchgeben. Müsste nur jemand sich erbarmen, das zu nehmen. Freiwillige vor. Kommt zum Oder mal eine andere Frage. Wer von euch nutzt denn schon irgendeine Lichtsteuerung? Einmal die Hand hoch. Okay. Wer steuert sein Licht aktuell gar nicht und lässt es einfach Sound to Light laufen? Okay. Und wer von euch hat gar kein Licht? Gibt's ja auch. Ich habe letztens mit einem DJ gesprochen, der hatte gar kein Licht. Also das haben wir nicht hier vertreten. Okay, ich gebe euch mal die Antwort so ein bisschen vorweg. Grundsätzlich ist der Schwerpunkt für uns DJs natürlich die Musik. Ja, also und das ist auch immer so ein bisschen diese Gratwanderung, die man geht, wenn man als DJ jetzt auf einer Hochzeit oder auf einem Geburtstag oder so unterwegs ist. Ja, man will sich ja eigentlich hier um das hier konzentrieren. Da haben wir 1000 Regler, 1000 Schalter, 1000 Knöpfe. Und das ist eigentlich schon anstrengend genug. Und nun ist es aber so, dass wir uns irgendwie auch mit dem Thema Licht befassen müssen, weil wir ja alle wissen, dass unsere Gäste das schon auch von uns erwarten, dass da ein bisschen Licht auf der Tanzfläche ist. Und jetzt kommt so ein kleiner Satz. Den habe ich mal, als ich noch im Club als DJ aufgelegt war, zu einem LJ gesagt, so ähnlich. Ja? Wenn Musik und Licht im Einklang sind, dann kann sich das aufs Publikum übertragen und so für eine bessere Stimmung und eine bessere Party sorgen. Würde irgendjemand widersprechen? Nee, ne? Das sei, ne? Ja, ich bin für jede Diskussion offen. Ja, also klar, ich würde sagen, bei jeder Veranstaltung macht, ich würde sagen, 80-85% davon ist die Musikauswahl. Ja, also das ist einfach... Wenn du scheiß Musik spielst, wirst du keine Party haben. So. Die übrigen 15-20%, das ist dann so eine Mischung aus Mixing-Künsten. Ja, also kann ich wirklich auflegen? Mache ich gute Übergänge? Schaffe ich es, einen Flow da reinzukriegen? Passt die Musikauswahl zueinander? Ist es harmonisch? Nehme ich die Leute wirklich mit auf eine musikalische Reise? Aber es kommt auch das Thema Licht, das da mit reinspielt. Das ist so dieser I-Punkt auf dem I obendrauf. Ja? Das, was es abrundet und perfekt macht, wenn das Licht passend zur Musik läuft. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass ein professioneller, mobiler DJ niemals Sound to Light spielt. Niemals. Ich will jetzt euch nicht eure Kompetenzen absprechen, ja. Ich weiß, das ist auch eine sehr gewagte Aussage. Aber ich meine, wir müssen da mal realistisch sein. Wir fahren aus dem Haus,
nehmen teilweise 1.000, 1.500 Euro und mehr für so einen Abend. Da hat der Kunde auch das Recht darauf, dass die Party perfekt wird. Und zu einer perfekten Party gehört nun mal auch gutes Licht. Da würde mir wahrscheinlich jeder zustimmen. Guten Morgen, schauen wir uns heute ein paar Lichtsysteme an. Ich kann jetzt halt in den 25, 30 Minuten, die wir hier haben, nicht ins Detail gehen, nicht in die Tiefe gehen. Ich habe mir deshalb gedacht, wir schauen uns einfach mal die gängigsten Lichtsysteme so an und habe versucht, mal so ein bisschen gegenüberzustellen, was sind denn die Vorteile der einzelnen Systeme, was kostet mich auch die Anschaffung der Systeme, womit muss ich da rechnen, wie viel Aufwand habe ich, um das System an den Start zu bringen. Und da beginnen wir heute mal mit LightRider. LightRider ist ein System, was auf dem Tablet läuft. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, vorzugsweise ein iPad. Die Erfahrung zeigt auch und auch meine Gespräche mit vielen Kollegen haben gezeigt, dass das auf dem iPad am stabilsten und am sichersten läuft. Immer wenn ich so in den Foren lese, dass irgendwelche DJs Probleme damit haben, dann nutzen sie meistens ein Android-Tablet. Deswegen, Software läuft auf iPad stabil. Die Verbindung zwischen diesem Gerät, zwischen der Gerät und dem iPad funktioniert via Wi-Fi, also WLAN. Und da kommen wir jetzt halt schon an einen Punkt, wo ich immer sagen muss, okay, ja, WLAN hat halt auch seine Tücken, ne? Also da kann man die Verbindung abreißen, da kann es mal zu Problemen kommen. Und das ist auf eine Veranstaltung, wenn du dann irgendwie 100, 150 Gäste vor dir hast, die am Feiern sind und plötzlich bleibt das Licht stehen. Das ist halt die Hölle, ja. Ist mir persönlich mit LightRider, mit der alten Version, also mit dem alten Gerät, öfter passiert. Bei dem neuen Gerät scheint es nicht mehr so oft zu passieren. Wenn ihr LightRider nutzen wollt, mein Tipp an euch, das soll so die Lösung der ganzen Geschichte sein. Man kann in dem Interface, das kann man an den Computer anschließen, kann man einstellen, dass das WLAN versteckt ist. Also, dass man das quasi nur findet, wenn man den WLAN-Name bei sich eintippt. Das führt dann dazu, dass nicht so viele Anfragen an das WLAN-Modul gesendet werden. Und dann stürzt es auch nicht ab, weil das, was in der Praxis passiert, ist nämlich einfach das, dass da 120 Telefone, Mobiltelefone auf der Tanzfläche unterwegs sind, die ganze Zeit fragen, darf ich bei dir rein, darf ich bei dir rein, darf ich bei dir rein? Und irgendwann macht halt das WLAN-Modul zu und dann ist Ende Gelände. Eine spannende Geschichte ist auch immer dieses, wir haben ja drüber gesprochen, das Licht sollte ja auch möglichst zum Takt passen, also zur Musik passen, sollte im Einklang sein. Und das ist auch das, was ich in der Praxis schon oft festgestellt habe. Wenn wir jetzt einen Eröffnungstanz haben und ich habe so eine KLS Laserbar oder eine Gigbar Move, ja, im Sound to Light laufen und der Eröffnungstanz ist gerade so vor mir, Brautpaar ganz gut, enge Umschwingungen und da macht die Gigbar den Strobo an und alles fliegt durch die Gegend, ja, das passt halt einfach nicht. Und zwar gar nicht. Oder umgekehrt, die Leute sind gerade voll im Flow und tanzen und das Licht ist immer im Offbeat. Ihr werdet merken, das irritiert die Leute. Das irritiert die Leute beim Tanzen, das ist kein Witz. Und wenn ihr selbst das einfach mal ausprobiert und auf die Tanzfläche geht, werdet ihr das auch feststellen, dass das irritiert. Deswegen muss man irgendwie eine Möglichkeit schaffen, dass das Licht möglichst synchron zum Ton ist. Und da gibt es bei LightRider, bei vielen anderen aber auch, zum Beispiel die Ableton Link Schnittstelle. Ja, das ist einfach ein Timecode-Signal, was per WLAN oder per LAN versendet wird. Und LightRider kann das Signal aufnehmen und hat dann quasi automatisch schon den Takt, den er von Serato, ich weiß nicht, Virtual DJ schickt es, glaube ich, auch raus. Die Ancient schickt es raus. Also auch wenn ich mit dem Prime 4 oder so unterwegs bin, könnte ich das verbinden. Und wenn der Prime 4 im gleichen WLAN oder LAN ist, wie auch LightRider, dann funktioniert das alles einwandfrei. Praxislösung dabei wäre, ich weiß, es wird jetzt alles ein bisschen komplex, man packt sich halt so einen WLAN-Router irgendwo in Case rein, steckt an den WLAN-Router das Modul dran, also das LightRider-Modul, verbindet sich dann mit dem WLAN-Router, mit dem Prime 4 und auch mit dem Tablet mit dem WLAN-Router und nicht direkt mit dem Modul.
einfach um dafür zu sorgen, dass die Signale weitergeleitet werden. Vorteil bei LightRider ist, man hat eine wirklich große Fixture-Datenbank. Weiß jemand nicht, was Fixtures sind? Weiß jeder. Gut. Man kann eigene Fixtures anlegen. Es gibt von LightRider extra noch eine zweite App, in der man einfach nur Fixtures anlegen kann. Und es ist eigentlich, erstmal die eigenen Presets. Man kann eigene Presets speichern. Das heißt, ich kann vorgefertigte Shows und Einstellungen kann ich mir speichern. Ich glaube, es sind 10 oder 20 Presets. Ich meine 10 und dann 2 Bänke. Hat halt da auch die Möglichkeit, sich Lichtabläufe, die einem besonders gut gefallen, wirklich fest abzuspeichern. Das hier ist einer der wichtigsten Punkte. Ich weiß nicht, ob man das noch lesen kann, wenn man sitzt. Keine Programmierung nötig. Und das ist so auch eins der Punkte, auf die ich heute bei dem Vortrag eingehen will, weil wir sind halt nun mal keine Veranstaltungstechniker. Und die meisten von uns sind leidenschaftliche DJs. Die wollen auflegen. Also so geht's mir halt auch. Ja, ich spreche da einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung. Ich will auflegen, ich will Musik machen. Ich will mich nicht um dieses Scheißlicht kümmern müssen. Ich weiß aber, dass es wichtig ist. Und deswegen brauche ich so ein System, wo ich sage, hey, ich habe da möglichst wenig Stress damit, kann aber im Ernstfall auch mal drauf eingreifen und kann noch mal einen Strobe machen oder einen Blinder oder irgendwie einen anderen Effekt oder vielleicht die Moving Heads mal ein bisschen anders laufen lassen. Und das funktioniert mit LightRider auf jeden Fall gut. Gibt's Fragen? Die Beatgrids nicht, der nimmt, also bei Serato verbindet man sich mit über Ableton Link. Ne? Serato hat ja diese Ableton Link Schnittstelle und das ist halt wie ein Timecode-Signal, was der rausschickt und schickt eben dann auch die Beats raus. Also wie schnell ist der Song und wo ist die 1? Das ist das, was übermittelt wird. Bei Recordbox? Bei was? Bei Traktor. Gibt es das überhaupt noch? Traktor hat so ein bisschen BPM-Vibes mittlerweile bei mir, sorry, aber. Also Traktor, ich will es nicht schlecht reden, gell? Es ist eigentlich eine geile Software, aber ich glaube, die haben keinen Ableton-Link und da findet ja auch in den letzten, man kann schon fast sagen, Jahre kaum noch Entwicklung statt. Weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass es eine Verbindung gibt. Kommen wir mal kurz zu den Kostenpunkten. Ich habe euch das mal schön aufgeschlüsselt. Und zwar haben wir für das eigentliche Gerät, zahlen wir hier 255 Euro, auch mit Lifetime-Lizenz für die LightRider-Nutzung. Diese 429 Euro, die ich hier mal mit dazu gerechnet habe, sind die Kosten fürs iPad. Weil die sollte man halt schon mit einkalkulieren, wenn man sich überlegt, so ein System anzuschaffen. Ein weiteres spannendes Gerät, um das Licht zu steuern als mobiler DJ, ist ja Wolfmix. Ist momentan auch in aller Munde, wird von vielen verehrt. Ist wirklich ein schönes System, weil das System auch komplett standalone ist. Das heißt, ich habe das Gerät und ich brauche kein Tablet, ich brauche keinen Computer, ich brauche nichts. Ich kann eigentlich alles mit dem Gerät machen. Ich kann auch meine Programmierung mit dem Gerät machen. Ich muss es nicht machen mit dem Gerät. Ich kann auch mit einer Software am Computer die Programmierung machen, kann sie dann auf dem Gerät speichern. Aber theoretisch ist es möglich, alles an dem Gerät zu machen. Das Teil hat einen 4,3 Zoll Touchscreen, also dieser kleine Bildschirm, den man hier oben sieht. Das ist wirklich ein Touchscreen, auf dem ich dann auch weitere Einstellungsmöglichkeiten und so weiter habe. Wir haben 4 DMX-Universen. Dabei ist aber eins wichtig zu wissen. Die sind nicht alle von Anfang an freigeschaltet. Das heißt, ein Universum ist frei und dann kann ich mir, ich glaube, in 128er Schritten weitere Universen freischalten. Ne? Ja, klar. Aber allein die Möglichkeit zu haben, ne? Das sind ja 4000, wie viele Kanäle sind es? Auf jeden Fall über 4096 Kanäle sind es. Also da kann man schon ein paar Geräte mit steuern. Wir haben 50 verschiedene, also unterschiedliche Scheinwerfertypen schon im Gerät vorkonfiguriert. Das heißt, Paarscheinwerfer, Moving Lights,
irgendwelche LED-Bars und so weiter. Musiksteuerung ist auch hier möglich über Ableton Link. Also auch das funktioniert wieder. Und er ist extrem individualisierbar. Also ich kann bei dem Gerät wirklich komplett eigene Shows programmieren. Ja, und das sind wir bei dem Stichwort Programmieren. Es sind da auf jeden Fall auch Programmierkenntnisse nötig. Allerdings finde ich, schafft dieses Gerät einen super geilen Spagat zwischen dieser Flexibilität, zu sagen, hey, ich will viel programmieren, und diesem, ach nee, ich will hier ein paar Presets laden und eigentlich soll der die Shows alle automatisch machen. Also hier habe ich wirklich so einen schönen Spagat zwischen beiden Anwendungsfällen. Was kostet der Spaß? Ist natürlich ein paar Euro teurer, aber wenn man es jetzt vergleicht, ne, ich brauche ein iPad, ich brauche das Ding, ist der Abstand gar nicht so relevant. Und man hat halt ein Standalone-Gerät. Das Teil ist übrigens auch nicht groß. Ich war total überrascht. Ich habe jetzt leider keinen da, aber ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar auf der Messe sind. Das Teil ist gerade so groß. Es ist wirklich total süß. Fällt neben einem Controller kaum auf. Fragen dazu? Ist gut, ist komprimiert heute, ne? Sind gut im Zeitplan gerade, aber straight. ILS Command, hat das schon mal jemand von euch gehört? Das ist schön, ich zeige euch was ganz Neues. Der ILS Command, für den ist das hier eigentlich das Hauptaugenmerk, ja? Der ILS Command wurde entwickelt dafür, dass man nichts programmieren muss, dass einfach alles funktioniert. Ich schließe es einfach nur an und es läuft. Und es ist so, ich würde fast sagen, vielleicht ein spannendes Upgrade für jemanden wie dich, wenn ich nur mit Sound2Light unterwegs bin. Allerdings bedingt. Ich gehe da auch gleich ein bisschen näher drauf ein. Der ILS Command hat für jede notwendige Funktion der Lichtshow eine eigene Taste oder einen eigenen Fader, einen eigenen Poti. Also es ist wirklich alles perfektioniert. Das ist wie, ist jemand Android-Nutzer hier? Okay, es ist wie Apple. Ja, es funktioniert einfach. Es ist ein besseres Sound2Light. Ich würde nicht sagen, dass das eine, also es ist eine Lichtsteuerung, aber es ist nicht so wie jetzt ein Wolfmix oder das Light oder wenn ich ein Lichtpult vor mir stehen habe. Es ist ein besseres Sound2Light, weil an sich die Shows, die laufen schon Sound2Light, nur hat man mehr Möglichkeiten, in die Show einzugreifen. Eine Funktion, die ich besonders gefeiert habe an dem Gerät, ist ein Follow-Spot-Mode. Das heißt, wenn ich ein Moving-Head angeschlossen habe, kann ich sagen, hey, der soll als Follow-Spot agieren. Und sobald ich das aktiviere, kommt er dahin, wo er hin soll. Und dann habe ich eben hier oben, man sieht es jetzt leider schlecht, so zwei Drehräder und mit denen kann ich sehr genau auch, also ich war echt erstaunt, wie gut das funktioniert, bestimmen, wo der hinfahren soll. Ich kann auch eine Strecke einprogrammieren, also einen Start und einen Endpunkt, und dann fährt er diese Strecke ab. Ja, also die Braut kommt rein in den Raum zum Beispiel. Ja? Oder das Brautpaar läuft auf die Tanzfläche für den Eröffnungstanz. Kann man mit dem Teil super gut umsetzen. Ich denke, das erklärt sich von alleine. Es ist eine sehr einfache Bedienung und es ist wirklich so, ich stelle das Ding hin, schließe an Strom an, stelle den richtigen Kanal ein, läuft. DiFi, also dieses DiFi-Netzwerk ist integriert. Das ist von Chevet DJ ein eigenes Protokoll. Und jetzt kommt dieser Moment, wo ich sage, unter Umständen was für dich, weil es funktioniert nur mit ILS-Geräten. Lalala. Ne? Also nur mit Geräten des Herstellers Chevet DJ. Ich würde sagen, das ist ein klarer Nachteil, weil das natürlich schon ein bisschen einschränkt, was man kauft. Und man auch sagen kann und muss, dass die ILS-Geräte tendenziell teurer sind als andere Geräte. Aber wenn man alles von Chevet DJ hat und jetzt vielleicht, oder man hat vielleicht jetzt eine Geekbar Move sich gekauft, die ILS, weil die geil ist und mehr Licht hat und hat die sowieso schon zu Hause und will jetzt sein Licht noch steuern, dann ist das eine super geile Ergänzung.
Und man kann hier wirklich alles einstellen. Man kann die Farbe einstellen, man kann einstellen, wie schnell die Moving Heads fahren. Es gibt verschiedene Fahrten. Was ich aber nicht kann, ich kann keine eigenen Fahrten einstellen für die Moving Heads. Das geht halt nicht. Da sind die vorgefertigten Sachen drin, hoch, runter, rechts, links, über Kreuz. Das, was man auch erwartet. Aber wenn ich jetzt irgendwelche fancy Fahrten machen will, bin ich hier falsch. Oh, der Preis ist falsch. Kostet irgendwie 300 Euro. Das war Copy and Paste, ne? Ich sage euch jetzt nicht, wann ich die Präsentation gemacht habe. Soundswitch. Kennt jemand Soundswitch? Nutzt jemand Soundswitch? Okay, gut. Ja, Soundswitch. Was kann man zum Thema Programmierkenntnisse sagen? Ich würde sagen, es sind bedingt schon Programmierkenntnisse nötig. Bei Soundswitch, je nachdem, wie viel Wert man auf alles legt, würde ich schon sagen, dass man da auch ein bisschen Hand anlegen muss. Wenn nicht sogar sehr viel Zeit investieren muss, bis alles perfekt ist. Aber wenn man sich da diese Zeit nimmt, im Vorfeld, vor dem Gig, dann hat man eine geile Lichtshow. Also das kann ich, so unterm Strich kann man das einfach so zusammenfassen, dass man da wirklich eine richtig geile Lichtshow hat, weil Soundswitch eine direkte Schnittstelle zum Beatgrid hat. Und zwar sowohl bei Virtual DJ, bei Serato, als auch bei der Ancient DJ. Und da insbesondere bei den Standalone-Geräten, ja, direkt im Gerät. Das ist nämlich auch so eine Sache, ich glaube, da komme ich später noch dazu, aber ich nehme es jetzt mal vorweg, dass man Soundswitch bei den Geräten Prime 4, Prime 4 Plus, Prime 2, Prime 2, SC Live und so weiter, also alle Denon-Geräte der neueren Generation, aber auch der Mixstream Pro, Mixstream Pro Go und so weiter, die haben alle Soundswitch schon im Gerät integriert. Das heißt, dieses Gerät, ja, das schließe ich einfach nur direkt an den Controller an, per USB, nicht mehr an den Computer. Ich bin also komplett unabhängig von einem Computer oder von irgendeinem anderen Gerät, schließe es direkt da an. Die Projektdateien liegen auf einer SD-Karte oder auf einem USB-Stick, was im Prime 4, also im Controller drin steckt, und er zieht sich die Daten darunter. Und hat, wie gesagt, dann halt auch direkten Zugriff auf den Beatgrid, weiß also ganz genau, wo ist die 1, wo ist die 2, wo ist die 3. Und dementsprechend ist das Licht sehr akkurat und sehr genau steuerbar. Ich sag immer Sound2Light 3.0 zu Soundswitch. Also wenn ich jetzt mal so irgendwie staffeln würde, ne, würde ich sagen, Sound2Light ist so das Typische. Ich stelle das Ding hin, Stromkabel rein, einschalten, Sound2Light läuft. Sound2Light 2.0 sind für mich so Sachen wie LightRider, hier der ILS Command, den würde ich auch, ja, vielleicht eher so als 1.5 betiteln. Aber das hier ist halt schon Sound2Light 3.0. Ne? Das ist schon Sound2Light, weil der greift ja wirklich direkt auf die Dateien und die Daten zu. Ja? Aber ich mache jetzt nichts manuell. Ich stehe jetzt nicht da und mache hier irgendwas, sondern der macht es automatisch. Und ich finde, das ist aktuell auf jeden Fall eine sehr spannende Lösung. Aber man muss auch den Spaß dran haben, sich im Vorfeld daheim hinzusetzen, die Lichttechnik mal aufzubauen und mal ein paar Stunden damit zu verbringen, wie das alles funktioniert. Man kennt's, ne? Man kennt's, ja. Ich auch. Ja. Es gibt eine große Ficture-Library. Seit neuestem gibt's auch einen eigenen Ficture-Editor. Der wurde mehrfach gewünscht und wir haben lange drauf gewartet. Jetzt gibt's es. Man kann also auch eigene Geräte anlegen. Das Licht läuft während des Gigs eigentlich voll automatisiert. Also ihr müsst euch da nicht mehr drum kümmern. Es gibt zwar dieses Gerät hier, ne, der Control One. Ganz ehrlich, die Tasten, die ich auf dem Gerät am häufigsten benutze, ist eigentlich nur Strobe und Blind. Alles andere ist relativ wenig und vielleicht noch die Banktasten, wenn ich die Autoloops drin habe, ne? Bin auch jemand, also ich arbeite bei Soundswitch hauptsächlich mit Autoloops, weil mich da hinzusetzen und wirklich für jeden Song eine eigene Lichtshow zu kreieren, da habe ich keinen Nerv für. Ja, das ist immer Geschmackssache. Ich habe, ja,
ganz gut. Ja, ich habe da einfach. Ich habe noch 2 Minuten. Gut. Ja, also es trifft es ganz gut, aber es ist nicht perfekt. Ne? Das muss man schon sagen. Das ist auch der Hinweis. Ne? Also man kann hier jeden Song einzeln skripten. Und das ist echt geil. Also man kann schon geile Shows damit machen. Richtige Lightshows. Normalerweise hätten wir jetzt noch ein Video. Das müssen wir überspringen, weil wir A, keine Zeit haben und B, das Problem haben, dass wir keinen Ton haben. Soundswitch, hier sind die Kosten dafür, 269 Euro fürs Gerät oder es gibt auch nur den Dangle. Ist auch spannend, wenn man halt mit einem Prime 4 oder so unterwegs ist, reicht das vollkommen aus. Ich gehe jetzt noch ganz schnell, weil wir haben nur noch 1 Minute, durch das andere System hier durch. Ihr könnt mich aber danach dazu löchern. Maestro DMX, das ist die erste Lichtsteuerung, die so ein bisschen KI-basierend ist. Ist, denke ich, der nächste große heiße Scheiß, weil da läuft alles vollautomatisiert. Allerdings die Ergebnisse, die ich bisher gesehen habe, die waren noch sehr wild. Also das ist noch nicht wirklich praktikabel. Aber da lohnt es sich einfach, den Markt mal noch ein bisschen. Klar. Aber ist jetzt auch nicht viel teuer wie jetzt der Wolf-Mix, ne? Also, nee, ist sogar günstiger. Ja, aber der Wolf-Mix, mit dem kann man schon. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Was erwartet uns in der Zukunft bezüglich Thema Lichtsteuerung? Ich denke, es geht bei vielen Herstellern jetzt auch in die Richtung KI. Und das wird, denke ich, sehr, sehr spannend. Deswegen würde ich sagen, den Markt auf jeden Fall die nächsten 3-4 Jahre mal ganz gründlich beobachten. Da wird sicherlich viel kommen. Und bei Soundswitch bin ich mir auch sicher, dass da das ein oder andere einfach per Update kommen wird. Ne? Also je nachdem, was für Hardware man hat, wird es da wahrscheinlich per Update schon viel geben. Ja, jetzt machen wir das schnell zu Ende hier, weil ich habe meine halbe Stunde voll. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr einfach direkt zu mir kommen gleich.